Ich, meine Wenigkeit und Berkuli waren wieder gemeinsam unterwegs. Was passiert ist? Naja, wir mussten uns rächen. Warum wir uns rächen mussten, was ein Shisha-Bar-Besitzer damit zu tun hat, was die Polizei damit zu tun hat und eine blauhaarige Bitch, erfahrt ihr in diesem Video. Mahlzeit. Mal hier mal eine Frage hier im Start. Geht ihr heute irgendeine Party ab? Kann man hier irgendeine Alte wegfassen? Geht ihr nichts ab oder was oder wie? Bei Hooker Lounge. Hooker Lounge, ist da was los? Ja, ich glaube schon. Ja, sind da geile Chayas unterwegs, so wie man das sagt am Würfelpark. Ich glaube schon. Weißt du vielleicht, wo hier die Luzi abgeht hier heute? Wo finde ich denn hier ein paar geile Dreckputzen? Du weißt schon. Wahrscheinlich dort. Alles klar, dann schauen wir da mal, ja? Gut, Männer, haut rein, ja? Pass auf euch auf. In der Hooker Lounge soll was sein. Dass Leute sich im RP treffen und Shisha rauchen, ne? Das ist halt wirklich... Findest du das nicht cringe, dass Leute sich treffen und dann Shisha rauchen? Bruder, keine Ahnung, wer die gefickt hat. Anstatt, dass sie Freitagabend wirklich Shisha rauchen gehen, die setzen sich in... Die gehen ins RP, Bruder, die hocken sich dahin, rauchen da Shisha, anstatt wirklich mal Shisha rauchen zu gehen. Ich check's nicht. Ja, wir gehen da mal hin jetzt, wir gucken mal. Da ist so ein richtiger als Dings, Chef, Digga. Der fuckt immer voll ab, Digga, der fühlt sich immer so voll. Moinsen, hallo. Ist ja gut, der Herr. Ja, also jetzt, wo ich Sie gesehen habe, junge Dame, geht's mir besser, ne? Ja. Wer war's denn mit dem? Alles klar bei Ihnen. Nein, ich hab nichts. Ja. Ja, und was machen Sie hier Schönes? Ich arbeite hier. Sie arbeiten hier? Ja. Ach was. Das heißt, Sie können uns so einen Kopf zubereiten, ne? So einen Drecks-Shisha-Bar-Kopf. Also, dreckig sind Sie schon mal gar nicht. Können Sie uns einen fertig machen? Geht das? Wenn Sie mit reinkommen, kann ich das machen. Sehr gerne, junge Dame. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, ne? Dann gehen Sie schon mal rein, ich komme gleich nach. Warte mal, der hat doch gestern noch mitgesoffen. Oh, hier ist ja echt was los in der Hooker Lounge, ne? Was ist der Chef? Setzen wir uns einfach mal hier hin, ne? Wir sind jetzt mal so frei und hocken uns einfach mal hier hin. Was möchtet ihr denn für eine Shisha haben? Ich nehme Nana Birne. Nana Birne finde ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nana, haben Sie Doppelapfel oder so? Genau, Doppelapfel. Wollt ihr das Ganze auf arabische Art oder wollt ihr das auf normale Art? Können Sie das aussuchen, arabisch oder normal, ist egal. Gut. Moment, aber bei arabisch nicht, dass Sie uns ja jetzt einen Araber mitbringen, ne? Bei zur Pfeife, ne? Naja, wie sollten wir den denn mitbringen? Sie machen uns den Kopf, ne? Ich zähle auf Ihre Kompetenzen. Ich glaube, Sie machen das ganz gut, den Shisha. Also der Herr, mit dem Sie gerade geredet haben, ist mein Chef. Möchtet ihr was essen oder was trinken? Nein, was essen oder trinken nicht, aber vielleicht Ihre Nummer für meinen Kollegen. Wie wär's damit? Auch zu Shisha irgendwie kein Wein, oder für die Herren eher. Ach, wissen Sie, einen Wein trinke ich, wenn es einen Anlass gibt. Ja. Den habe ich nur, wenn Sie mit mir trinken. Ich würde höchstens einen Schnaps mit Ihnen trinken. Jetzt mal ganz kurz, einen Schnaps, vielleicht auch ein Europa-Schnäpschen trinken zusammen? Das überlege ich mir. Garnel. Oh, ich hab noch gar nicht an der Shisha gezogen. Was ist los? Der ist komplett bereit. Ja, also ich probiere jetzt erstmal hier. Nimm jetzt erstmal den ersten Zug hier von dieser Pfeife, ne? Ich hab jetzt hohe Erwartungen, ne? Ich bin bekenntlicher Shisha-Raucher, ne? Jetzt, Clemens, jetzt. Wenn ich jetzt ansonsten nichts mehr tun kann, würde ich erstmal weiterarbeiten. Warte mal. Die Pfeife kratzt ein bisschen. Ist das hier eine Verarsche eigentlich? Oder wie kann ich das hier. Hier, lass mich mal probieren. Also eigentlich werden unsere Pfeifen und alle Shishas jeden Tag nach Benutzung gereinigt, Vorbenutzung. Ja, Sie können ja gerne mal selber rauchen an der Dreckspfeife, dann können Sie sich ein Bild machen hier. Entschuldigung, ich rauche nicht. Ah, Sie rauchen nicht, arbeiten aber in der Shisha-Bar. Wie hängt das denn zusammen? Ich kann aber mal mit den Chefen, wenn Sie wollen. Ja, holen Sie mal bitte den Chef, der soll mal das Ganze beurteilen, ne? Kann man dir helfen, du Vollidiot? Wir haben sie mich gerade genannt. Was, kommen Sie einfach an unseren Tisch? Ist das hier Tag der offenen Tür oder was? Hallo Chef, die Herren machen uns hier dumm an. Ist das normal hier im Lokal? So. Dankeschön. Was los? Ihr beschwert euch? Ja, wegen den Leuten. Die kommen einfach an unseren Tisch und machen uns dumm an hier. Dann müsst ihr 20.000 zahlen, dass ihr in die VIP-Räume reinkommt. 20.000? Dass ich eine Shisha-Bar in der VIP-Räume? Sind wir im Club hier oder was? Hören Sie mal zu, bin ich hier im Laloof in Frankfurt oder was ist das hier für ein Laden, ne? Ja, kannst du lesen oder nicht? Übrigens, hier Schäffle, Meister, ich habe jetzt Ihre Shisha geraucht. Ich nehme jetzt auch noch mal ein Zügchen vor Ihnen, ne? Dann können Sie sich selber ein Bild machen. Ich muss kurz. Das kratzt mich ein bisschen. Ihre Shisha schmeckt nach Scheiße, Schäffle. Was ist das eigentlich hier für ein Geschmack, den Sie mir andrehen wollen? Wie meinen Sie denn Scheiße? Die schmeckt nach Spülmittel. Wollen Sie mir eigentlich hier irgendeine Scheißqualität andrehen hier oder was? Von Anfang an leider keinen Geschmack, es tut mir sehr leid. Soll ich sonst auch einfach mal dran ziehen, okay, wenn ich normal Moment. Du bitte nicht meine Shisha anfassen, dankeschön. Haben Sie Garnelminze bei sich? Was brauchen Sie? Garnelminze, Garnelminze, ja. Minze kann ich Ihnen gerne mal geben zum Probieren. Ja, dann machen Sie mal so einen Garnelminzkopf und dann schauen wir mal. Probieren wir doch mal, vielleicht ist das besser für Sie, oder? Vielleicht wäre das besser, ja. Schauen wir mal.
gekommen. Wollen Sie vielleicht noch was zu trinken haben? Nee, aber wie wär's damit, wenn du nicht mehr an meinen Tisch kommst, du Vollidiot? Pass mal auf, wenn du dich hier nicht benimmst, ne, dann hol ich meinen Chef und dann gibt er dir Hausverbot. Hör mal zu, du Vollidiot. Die lass mir mal meine Privatsphäre und mach mich hier nicht dumm an von der Seite, ja? Alles klar, dann hol mir jetzt das LAPD. Das PD willst du holen, weil ich hier meine Ruhe haben will zum Rauchen oder was? Los? Sir, was sind das eigentlich für Mitarbeiter hier mit ihren... mich natürlich um diese Mitarbeiter kümmern, keine Sorge. So, haben sie jetzt den neuen Kopf ready gemacht? Der wird gerade gemacht, klar, Moment. Okay, super, super, super. Die sind sehr kompetent an der Stelle, ne? Das kann das ich ja über ihre Mitarbeiter nicht sagen. Ja, sie wissen doch, manchmal kriegt man sowas aus dem auch. Also, ich kann Ihnen einmal Tangy Can Mind anbieten oder Lemon Mind. Was für ein Scheiß? Ja, dann nimm Tangy Lime, bitte. Den Tanga will ich aber nicht auf dem Kopf haben, ne? Den Tanga, den kriegen sie von mir, wenn sie möchten. Voll geschleimt. Also, wenn die Dame mir das Angebot macht, können wir vielleicht nochmal drüber reden, ne? Die Dame wird Ihnen das Angebot nicht machen. Clemens. Das macht eher meine rechte Hand dann für Sie. Ja. Schon besser. Ich nehme nochmal einen Zug zur Sicherheit, also den Kopf, ne? Kein Wunder, hat der nicht geschmeckt davon. Ja. Ich muss sagen, der Kopf ist mindestens genauso scheiße wie der davor. Es tut mir leid, also. Für was sind Sie alles zuständig, außer Shisha-Kopf machen? Für die Bestellungen halt. Getränke, Essen. Dann sollten Sie Ihren Kompetenzenbereich vielleicht nicht überschreiten und bei den Bestellungen bleiben, weil der Shisha-Kopf, das war eine reinste Katastrophe. Ne? Richtig, Sie sollten wirklich bei Ihren vier Dingen da bleiben, was Sie auch immer Sie machen, aber die Shisha-Köpfe sollten Sie am besten nicht mehr anrühren, ne? Weil Sie eine bezaubernde Dame vor sich haben, sagt... Chef, da kann nicht sein, dass der Vollidiot hier wieder an unseren Tisch kommt. Der kommt doch nicht zu Ihnen, der kommt doch zu mir. Ah, okay, gut, ich wollte schon sagen. Also ich kann Ihnen halt erfahrungsgemäß sagen, weil ich davor halt im Krankenhaus gearbeitet habe. Man kann ehrlich und direkt sein, aber man kann sowas trotzdem sehr höflich formulieren. Junge Dame, halten Sie jetzt Ihre Fresse, es reicht mir langsam, okay? Sie möchten es auch überstrapazieren. Zu sagen, halten Sie die Fresse... Wann habe ich denn das gesagt? Ich habe das auch nicht gehört, ehrlich gesagt. Das hört sich gerade nach einer Lüge an. Keine Ahnung, was die junge Dame jetzt von mir will. Ich wollte eigentlich hier nur in Ruhe meinen Shisha-Kopf rauchen, ja? Also erstmal der Kollege, der die ganze Zeit an unseren Tisch kommt hier. Der sah aus wie bestellt und nicht abgeholt. Dann kommen Sie, unterstellen mir irgendwas. Ist das eigentlich, ist hier eine versteckte Kamera eigentlich irgendwo? Bäcker, ich würde um einen rauchen gehen, wenn das in Ordnung für dich ist. Ja, gehen Sie mal einen Lungentorpedo zischen. Beruhigen Sie sich mal lieber. Da muss ich mich natürlich nur kümmern und entschuldige ich mich im Namen der Mitarbeiter. Ist heute eigentlich Tag der Vollidioten oder wie oder was? Oder wie kann ich das verstehen, dass Sie hier die ganze Zeit hier nur Scheiße machen? Wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück, oder? Touché! Guck jetzt, ich schieße jetzt gegen die Dings, gegen die Frau um. Ich gehe jetzt hoch, ich poste jetzt was, ich komme gleich wieder. Schauen wir mal, ich brauche die Dame mit den blauen Haaren auf jeden Fall. Da ist sie doch. Ja. Sie raucht hier eine Zigarette. Danke. Oh, jetzt erstmal ein Lungentorpedo zischen, ne? Amigo, komm! Erstmal ein Foto machen, wartet. Zack. Sonst wieder stehen. So, zack. Also ich habe jetzt mal meine ehrliche Meinung abgegeben auf Twitter. Ich hoffe, das ist in Ordnung, ne? Ja, wie gesagt, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich hab... Ja, Herr, Sie können das Foto direkt löschen. Sie haben mich fotografiert und das... halt, ne? Datenschutz und sowas. Ich hab ein Selfie gemacht hier vor der Shisha-Bar. Aber das haben sie komischerweise so gemacht, dass man mich sieht, so wie auch mich dann noch direkt also sieht. Ihr Chef hat gesagt, das ist ein öffentlicher Platz. Also? Erstens das, zweitens habe ich ein Selfie gemacht vor der Shisha-Bar, ja? Und wenn sie da jetzt drauf sind, ist das ja nicht meine Schuld, ne? Ich will auch sagen, wir gehen einfach, bevor das eskaliert. Guck, schauen Sie mal, mir hat die Shisha nicht geschmeckt. Dann warne ich lieber die Leute, dass sie bei der Blauhaarigen keine Shisha rauchen sollen. Richtig, und das gleiche habe ich auch gemacht. Freies Land, freie Meinung, ganz einfach. Freies Land, ganz richtig. Ja, aber ganz, hallo, wir haben keine Leute zu fotografieren. Okay, die Leute sollen nur wissen, bei dem, den ich bestellen soll. Ich verweise jetzt einen Platzverweis. Hören Sie mal zu, die Dame, so wie sie aussehen, machen sie noch andere Dinge als nur Shisha-Köpfe, ja? Ah, haben Sie den Arsch offen oder was? Was ist hier los? Ich werde angegriffen. Verdammte Axt. Die alte Schrulle hat ein Rad ab hier. Wird man hier noch angegriffen als Kunde, ja? Genau, Optik, verzieh dich mal vom Auto. Der Herr, ihre Kollegin. Piss dich jetzt, du kleine Missgeburt, mit deinem Kollegen. Ich gebe euch verfickte 5 Sekunden. Okay, wir steigen ins Auto. Wir gehen. Los, verpiss dich, los. Wir gehen. Oh mein Gott, was ist hier los? Hector, stopp. Ich hab nichts zu tun damit. Ich hab gar nichts zu tun. Ich hab nichts gemacht. Verpiss dich hier. Ich geh. Alles gut. Hey, wie der ausgerastet ist, der Typ, ne? Bleiben. Wie lacht die? Also, Sir, ich weiß nicht, ich sollte jetzt schnell zum PD kommen, ich weiß nicht, also... Wer sind Sie denn, Sir? Herr Richter, ich wurde gerade umgeschossen an der Hooker Lounge, deswegen sollte ich eine Aussage machen jetzt hier am PD. Der Herr ist schon unten im Verhör und ich fehle dort gerade, Sir.
Super. Ich hoffe, das klären wir jetzt. Sollte ich jetzt mit runterkommen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich bin der Herr Richter. Ich sollte herkommen. Ich soll eine Aussage machen bezüglich des Shisha-Bar-Inhabers. Der hat mich nämlich umgeschossen, ne? Da ist der Herr. Da ist der Herr, der sich... Ja. Sie können gleich mitkommen. Kommen Sie mit. Mahlzeit. Sir, wer war denn diese Bad Bitch? Die hat Ihnen auch gefallen, ne? Herr Richter, halten Sie doch einfach mal Ihre Schnauze. Was halten Sie davon? Wer hat denn das jetzt gesagt hier, welcher Vollidiot? Ich muss mich hier nicht beleidigen lassen im Polizeigebäude, ja? Keiner von uns auf jeden Fall. Was ist denn das hier für eine Scheiße, dass ich mich hier als Vollidiot beleidigen muss? Wo sind wir denn hier angekommen? Die Wahrheit tut weh. Was ich sehe schon, denn? Sie verstehen sich ziemlich gut mit einigen meiner Kollegen. Ja, was ist denn los hier mit den Kollegen? Die haben auf jeden Fall einen Arsch offen hier. Das hat ja nichts mit Professionalität zu tun, Sir. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was für Vorgeschichte ihr alle miteinander habt. So, nehmen wir uns mal Platz, machen wir uns mal hier ein Lungentorpedo an. Hier kann doch nicht wahr sein, kann doch nicht sein, dass wir uns hier kein Lungentorpedo anmachen können hier, ne? Smoke that shit, bruh. Oh mein Gott, was ist das denn? Give job. Oh mein Gott, bro, ich sag euch ehrlich, diese GTA-Emotes, Bruder, die gehen langsam wirklich zu weit. Street Sex Male, Street Sex Female, what the fuck? Einen wunderschönen guten Tag, Herr Richter. Wunderschönen Richter. Guten Tag, hallo. Ich bin der Herr Lowy von der Staatsanwaltschaft und das ist der Herr... Detective Unit. Genau. Super, super. Also habe ich hier mit kompetenten Männern zu tun hier, ne? Okay. Dann erzählen Sie uns mal langsam und sachlich, was genau passiert. Gut. Also, folgendes. Wir waren in der Shisha-Bar, ja? Herr Richter, warum steht in Ihrem Twitter-Post Prostitution und ein Bild mit Ihnen der Dame? Die Dame meinte, dass sie dem Job nachgeht. Also die Dame meinte, dass sie sich prostituiert. Sie meinte, dass sie dem Job nachgeht nach der Shisha-Bar-Beschäftigung. Ich meine, das ist ja ein anerkannter Beruf. Das ist ja nichts Schlimmes. Prostitution ist illegal. Seit wann ist Prostitution denn illegal? Schon immer. Außer sie machen daraus einen Plan. Das ist nicht illegal. Meine Fresse, dankeschön. Das wurde ja Zeit. Schubert, bist du hier drinne? Ja, ich bin hier seit über einer halben Stunde. Ja, ich habe meine Aussage gerade gemacht. Wir warten mal auf die Vollidioten, ne? Hey. Hallo. Hi. Sie sind doch dieser Vollidioten-Kellner hier von der Shisha-Bar, ne? Pass mal auf, mit wem du hier redest, Digga, ne? Also... Was, willst du mir im Polizeipräsidium hier, willst du mit drohen oder was, du Vollidiot? Junge, warum machst du mich hier blöd von der Seite an, ne? Hör mal zu. Komm, zieh Leine. Junge, was willst du von mir, Digga? Zieh Leine. Jalla. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann gehen du und ich gleich mal draußen um die Ecke und dann zeige ich dir mal, was für ein Problem wir dann miteinander haben. Junge, komm, verpiss dich, Digga, von mir. Komm, verpiss dich einfach. Halt's Maul. Komm, verpiss dich doch einfach, Alter. Lass mich einfach hier in Ruhe. So, nö, du bist auch die ganze Zeit an unseren Tisch gekommen, an der Shisha-Bar. Was wolltest du denn eigentlich von uns? Ja, das ist auch mein Job. Komm, zieh Leine, Alter. Flachpfeife. Vollidiot. Ja, Schmutzi. Immer Hurensohn, Alter. Ich bin hier seit über einer halben Stunde. Wie sieht's denn aus jetzt? Alter, der Bre meint's auf jeden Fall ernst. Zum Arbeiten. Sir, wie kann das... Warum werden wir denn für ihr langsames Arbeiten bestraft? Ich verstehe das seit nicht. Seit 22.30 Uhr ist ja mit 23.10 Uhr. 40 Minuten beinahe. Sie schließen einfach die Türe zu. Sie können uns doch nicht der Freiheit entrauben. Warum muss ich denn sitzen? Nein, Sie bleiben bitte da drin, ja? Sir, wir sollten hierher kommen, eine Aussage machen. Das haben wir gemacht. Warum werden wir denn jetzt in Gewahrsam gehalten? Was macht das denn für Sie? Das werden Sie schon sagen, wenn Sie fertig sind. Weil Moment, einfach bitte. Können. Was ist das denn für ein Vogel hier links? Ich weiß nicht, das ist der Vollidiot von der Shisha-Bar. Der inkompetente Mitarbeiter. Pass mal auf. Was arbeitet ihr? Hartz-IV-Empfänger? Wie, du willst ihn wieder auf die Fresse hauen? Sir, der Mann will mich angreifen. Warten Sie bitte in Ihrem Raum drin, bis Sie dran sind. Sie geben mir jetzt eine Zeit erstmal, wie lange ich noch da drin sein muss. Ja, wissen die Staatsanwälte denn... Die Staatsanwälte sind doch hier nicht Queen Elizabeth oder Prinz, keine Ahnung was. Die wissen doch, wie lange die für ihre Arbeit brauchen. Drin die Herrschaften brauchen so lange, wie sie brauchen. Anscheinend kann mir das PD nicht weiterhelfen, obwohl dann Mörder draußen rumläuft. Wissen Sie was? Ich habe meine Aussage gemacht, dann scheiß ich auf die Gerechtigkeit, dann gehe ich raus. Dann kann ja jeder hier machen, was er will. Dann landen wir in Texas, Halloween, was auch immer, machen wir dann als Maul da hinten. Mit dir hat keiner geredet. Ich will hier nicht mehr drin sein. Wir haben unsere Aussage getätigt, dann gehen wir jetzt. Ach ja, und ihr habt Hausverbot bei der Haus. Halt's Maul, du Pumuckl, mit dir hat keiner geredet. Du hast nicht
nichts in deinem Leben gerissen bekommen. Und als was arbeitet ihr, was habt ihr schon gerissen? Hör mal zu, ich beziehe Bürgergeld, hast du ein Problem damit, hä? Ja, weil du mir immer noch hinterm Tresen bist. Ja, hast du ein Problem oder was? Erzähl das jemandem, den es interessiert, du Vollidiot. Vollidiot, will ich arbeiten. Oh, jetzt auf Mutter gehen, weil die Argumente fehlen, natürlich. Verpiss dich, Digga, du scheiß Hartz-IV-Empfänger. Meine Herren, du Alter, es kriegt doch hier einen Schaden langsam. 40 Minuten. Wer gibt uns jetzt die Zeit zurück, Officer? Geben Sie uns die Zeit zurück. Ach, das geht ja gar nicht. Sie waren aber auch mal kompetenter, ne, Officer? Ja, wir haben den Fall in die Staatsanwälte abgegeben. Wir sind da raus. Ja, gut. Kann man sich auch einfach machen im Leben, ne? Ach, guck mal, ich kann's jetzt an, nach 40 Minuten. Oh, wen Gott. Haben wir denn da? Ja, oh, einmal Gott. Weitergehen, bitte. Der Typ vom PD sagt selber, wir haben handfeste Beweise, dass der jemanden umgeknallt hat und die müssen dann auch reden, 10 Jahre. Wenn ich die finde, am besten, ich will die direkt abknallen, Digga. Wegen der saß mir da so lange drin hinter Gittern, Alter, 40 Minuten. Sollen wir uns umziehen komplett? Ja, ja, lass umziehen. Hey, komm. Digga, ich finde dieses Outfit. Digga, guck mal, was die auf Instagram für Posts macht. Scheiß Tag, also neue Haare. Komm. Wir sehen uns. Ruf die mal an und sag so, ey, dieser Schwanz Schubert. Okay, okay. So auf den. Okay, ich probier's jetzt. Gib mir mal ihre Nummer erstmal. So, ne? Schau mal, das wird höchstwahrscheinlich eh nicht funktionieren. Deswegen, aber wir können es probieren. Lawrence, hallo? Hey, ich hab ein bisschen. Hallo, Amiga. Guten Tag, Amiga. Ich habe eine Frage an Sie. Mit wem spreche ich denn? Mein Name ist Guzman. Ich war vorhin bei die Sisa Bar, bei die Hooker Lounge, wo diese Sache eskaliert ist. Ja, genau so. Ja. Ich muss leider sagen, mein Freund wurde dort auch getroffen und ich kann Ihnen was vorschlagen, Madame. Diese zwei Beschuldigten, ist da ein Subert dabei? Ja. Dieses Subert? Möchten Sie diesen Mann haben, Madame? Die Leute von mir mit Sicherheit aus der Ruka. Verstehe. Wie sieht's mit Ihnen aus? Ich könnte organisieren, dass wir diesen Subert an einen stillen Ort packen und Sie vielleicht ein paar Minuten mit Ihnen alleine haben. Wenn Sie sagen, hey, wissen Sie was, Herr Guzman, übernehmen Sie das, klingeln Sie mich einfach an. Okay, Madame Zenny? Ja. Ich wollte einfach mein Gesicht zu Ihrer Stimme haben. Ich trage einen langen Bart. Wenn Sie möchten, kann ich gleich zum Würfelpark kommen an die ATM. Wissen Sie die ATM? Ja, ich würde einmal kurz hinkommen. Alles klar, dann bis gleich, junge Dame, ja? Wir müssen jetzt diesen Ort finden. Es gibt so ein mit Interieur, Bruder, so einen Raum. Wo sollen die hinkommen? Wir fahren zur Metzgerei. Ich schicke euch gleich Standort, okay? Wir fahren gerade dahin. Hier, glaube ich. Hier, da sind die Jungs. Oh mein Gott. Wie geht's euch? Oh, ihr seht echt gefährlich aus. Sollen wir denen den Plan erklären? Also, Jungs, passt auf. Ich würde sagen, das Codewort ist Eiersalat. Weil sobald ich sage Eiersalat, Schubert, nimmst du die Waffe, richtest die Waffe gegen die Frau und ihr alle macht einen Kreis um die Frau, okay? Genau. Ihr müsst jetzt so alle so neben mir stehen und so. Genau, sehr gut, Jungs, sehr gut. So. Der Rechte mit Waffe, genau. So ist perfekt, Jungs. So stehen bleiben, nicht mehr bewegen, ja? Nachricht an Jenny. Ich habe Schubert. Zack, das Bild schicken wir ihr. Zack, ihr? Zu meinen Jungs. Ich rufe Zenny an, seid ruhig jetzt. Hallo? Dieser Vollidiot Subert. Der was frisst du meinen Jungs? Ich habe diesen Vollidioten eingepackt. Willst du herkommen und dann kannst du mit diesem Vollidioten in der Putte sprechen? Was will ich von einer Person, die scheinbar so einen kleinen Schwanz hat und Leuten über Instagram indirekt droht? Ist es dir nicht irgendwo in der Seele ein bisschen wert, diesen Mann nochmal zu besuchen, nochmal in die Augen zu schauen, wenn ich ihm den Gnadenstoß verpasse? Ich will einfach nur, dass wir ihn mit versammelter Mannschaft bloßstellen. Ich bin in 5 Minuten da, ich brauche nur den Standort. Ihr seid in 5 Minuten da, super. Mit wie vielen Personen kommst du, damit ich Bescheid weiß? Wir sind 2 Autos. Ihr seid 2 Autos, super, perfekt. Warum ich komme? Ich komme einfach aus Respekt vor dir, weil du sehr respektvoll mir gegenüber warst. Sehr höflich und es ist einfach nur die reine Aktion. Einer meiner Jungs wird dich draußen abholen und dann führt er dich rein, alles klar? Bis gleich. So, dieser volle Dort, ihr werdet euch freuen. Kommt. Okay, sie kommt. Perfekt. Da ist noch dieser andere Typ von der Hookerbar. Oh, Digga, das ist nicht dein Ernst. Das ist meine Überraschung. Siehst du das? Warte mal, und was macht der Wichser hier? Alles gut, der ist nur damit zum Schutz für die Junge. Was? Kennst du diesen Mann? Kennst du ihn? Schubert. Also, mir ist scheißegal, ob du mir drohst, ob du mich nochmal beleidigst. Ich bin rein aus Respekt mit dem
Aber warte mal. Nein, wegen dem Herrn Nemi. Du bist mir scheißegal, was mit dir passiert ist, mir scheißegal. Ich habe auch gesagt, das sollen die, müssen die nicht machen. Ich bin rein aus Respekt für den Herrn gegenüber da und nicht gegen dir. Du hast keinen Hass gegen mich, das willst du mir gerade verkaufen. Und deswegen hast du das Ganze hier organisiert gerade, dass ich hops genommen werde, obwohl wir nur eine Diskrepanz in der Shisha-Bar hatten. Hör mal zu, du Stück Scheiße. Du bist zu jedem Fress in dieser Stadt. Stück zur Seite bitte, falls was passiert. Du hast alles verdient in dieser Stadt. Und ich kann dir sagen, diese junge Dame wird ab sofort heute in Ruhe gelassen. Der Herr, haben Sie irgendwelche Erfahrungen gemacht mit diesem Mann? Ja. Der meinte mich, wie gesagt, mir ist das total egal. Geh weg von meinem Gesicht. Ihr Mund riecht nach Eiersalat. Wissen Sie was, die Dame? Soll ich Sie mal was sagen? Gehört. Scheiß drauf, das geht mir zu lange. Gut. Also, Jenny, du bist echt nicht die Hellste, ne? Ich hab dich dick verarscht und du Vollidiot, du warst eh ein Vollidiot. Das ist der Clemens, daher, mit dem ihr auch vorhin Stress hattet. Richtig. Ich bin aber der Clemens, ihr Vollidioten, und ich hab euch verarscht. Einmal drauf bisschen hier, einmal urinieren auf die Dame, ne? Okay, gut. Lass mal rausgehen, lass das mal erledigen jetzt. Okay. Gut. Schönen Tag euch. Wir konnten unsere Mission erfüllen. Falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ne? Lasst mich das nicht jedes Mal sagen. Ihr wisst, wenn ich sage abonnieren, dann abonniert ihr. Wenn ich nicht sage abonnieren, abonniert ihr nicht. Jedes Mal ist der gleiche Leck Scheiß. Leckt meine Eier. Leckt alle meine Eier. Abonniert dann. Leckt alle sonst meine Deswegen Eier. Abonniert einfach, Leute.